immer wieder einsteigen, immer wieder dabei sein, das ist eine tolle Fahrt. Und mit diesen Worten hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Lokalfensters von der historischen Kirmes auf dem Gelände des Museums Dorfs Kloppenburg. Noch bis Sonntag können hier Kinder und Erwachsene jede Menge Spaß erleben. Und ich bitte Sie jetzt einfach einzusteigen, mit uns zu fahren. Das sind unsere Themen für die heutige Lokalfenster-Ausgabe. Immer wieder da. Sind wir jetzt drauf oder nicht? Achso, ja, wir müssen. Sensationell. Wie viele Runden wir wohl noch haben? Oh Mann, der ist schon schlecht vom Echo. Immer wieder einsteigen. Und das ist selber einfach. Das ist eine tolle Fahrt. Das ist die letzte. Mach das nochmal. Die Fahrverbindung steht nicht. Wir müssen nochmal wieder abgeschaut. Achso, ich kann ja hier noch das Ding festhalten. Hey! Wäre Jumboy ja wieder stolz auf mich hier. Herzliche Grüße an Jumboy Viehkork, meine Damen und Herren. Immer wieder einsteigen, immer wieder dabei sein. Jetzt ist. Ach. Ja, jetzt bin ich raus. Wir sitzen hier morgen früh noch. War das okay? Also die beiden sagen, es war okay. Sollen wir noch eins machen zur Sicherheit? Ich bin gerade so gut. Wir machen noch eins. Zwei Gebäude stehen dafür zur Verfügung und die grenzen direkt an das Wohngebiet rund um die August-Hinrich-Straße. Bei der Ortsbegehung am Montagabend wurde der Konflikt offensichtlich. Da klinge ich ein bisschen wie Birgit Schrowang. Ich möchte trotzdem. Ruhig und beschaulich geht es in den Ofen zu. Der Ofen ist zu, meine Damen und Herren. Die Raupenbahn, die hier steht, die hat eine wirklich schon sehr bewegte Geschichte hinter sich und das müssen wir, glaube ich, direkt nochmal machen. Es tut mir auch leid. Herr Vater, vielen Dank für das Gespräch, dass Sie uns kurz erklärt haben, was es mit dieser Raupenbahn alles auf sich hat. Es war ein toller Einblick in die Geschichte. Vielen Dank nochmal. Bitte schön. In den prüden 50er. Die Schülerinnen und Schüler der Helene-Lange-Schule und ihrer südafrikanischen Partnerschule haben sich nämlich schon in der Vergangenheit bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen unterstützt. War das richtig? Habe ich das richtig gelesen? Stellen Sie sich vor, ein Berliner Schriftsteller, ausgezeichnet unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis, schreibt ein Tagebuch über seine Eindrücke aus Oldenburg. Seine Eindrücke von Oldenburg, muss es besser heißen, und deswegen müssen wir das leider nochmal machen. Und ob das Wetter am Wochenende auch mitspielt, das verrate ich Ihnen jetzt. Sensationell.
Wir müssen das gleich leider normal machen, geht das? Danke. Wackelt total. Kann ich nichts machen. Hart am Arbeiten.